Ja, wir feiern mittlerweile 30 Jahre Archicad. Das haben Sie ja wahrscheinlich schon mitbekommen. Das heißt 1984 die erste Archicad-Version. Mittlerweile, natürlich 30 Jahre später, ist das Archicad noch ein wenig anders geworden. Aber wenn Sie zufälligerweise mal in Budapest beim Graphisoft Park vorbeischauen, dort finden Sie immer noch einen alten Macintosh SE mit Archicad 1.1 drauf. Also es ist immer noch eine interessante Darstellung, oder es ist eine interessante Weise, sich das Ganze anzuschauen. Gut, wir wollen mal uns das heutige Projekt angucken, mit dem ich in Archicad 18 ein wenig zeige. Es ist hier ein kleines Einfamilienhaus. Diesmal nur so, weil die Architektur relativ einfach ist, aber das soll sie nicht von dem Archicad, ja, sie sollen im Endeffekt nicht groß die Architektur verstehen, sondern gleich die Features, die wir ihnen hier bieten. Das ist der Grundriss, nur damit Sie sich kurz zurechtfinden, also relativ simpel gehalten. So, was haben wir zuerst? Also wir haben uns ein paar Sachen überlegt, wie kann man schneller arbeiten und immer wieder gleich wiederkehrende Arbeitsschritte zusammenfassen. Und was ganz häufig vorkommt, ist, dass man Löcher in flächige Elemente schneiden muss oder dass man mehrere Decken auf einmal bearbeiten muss oder mehrere Dächer und Schraffuren und Dächer im Grundriss, und das funktioniert seit Archicad 18. Wenn wir also hier zum Beispiel alle Dächer und alle Decken aktivieren, dann können wir jetzt in einem Schritt in alle im 3D in einem Schritt hier ein Loch reinschneiden. Wenn ich die jetzt nochmal auf 3D schalte, dann kann man das ganz gut sehen. Dann kann ich also durch unterschiedliche Bauteile in einem Schritt ein Loch reinschneiden. Man könnte natürlich auch mehrere Decken im Grundriss aktivieren und über die normale Pad-Palette bearbeiten. Also das funktioniert. Wir haben also eine multiple Bearbeitung, mehrere Elemente, auch unterschiedlicher Art, aber von der gleichen, sagen wir mal, Systemart aktivieren und in einem Schritt bearbeiten. Aber nicht nur die gleichen, sondern es könnte auch hier zum Beispiel sein, wenn wir hier jetzt die Decken und die Wände übereinander liegen haben, dann können wir auch hier in diesem Schritt mit einem Mal, Sie sehen hier die Pad-Palette in gewohnter Art und Weise, dann können wir auch hier, kann man das ganz gut sehen, hier zum Beispiel gleichzeitig in die Wand und die Decke einen neuen Punkt einfügen. Das heißt, ne, Sie haben es gesehen, alle Wände, die mehrere, die hier übereinander liegen, plus die Decken, die hier liegen, werden in einem Schritt mitgenommen. Wenn wir uns das hier in dem anderen nochmal anschauen, kann man das ganz gut sehen, wenn ich also hier drin bin. Wichtig ist, dass wir hier immer die Referenzebenenlinie und die Referenzlinie von der Wand, dass die übereinander liegen, und dann können wir das hier in gewohnter Art und Weise, wie es im Grundriss sonst auch möglich ist, aber können wir das in einem Schlag hier durchziehen. Und was auch sichtbar ist, vielleicht gar nicht sofort auffällt, ist, dass das 3D-Fenster die Vorschau auch gleich besser darstellt. Deswegen ist die Grafikkarte auch etwas mehr gefordert im Archicad 18 als im Archicad 17, aber Sie sehen viel besser, was Sie im Endeffekt dann gleich erstellen. Was hier ganz schön und auffällig ist, wenn Sie hier in die Wand reingucken, sehen Sie hier eine Luftschicht. Und mit Archicad 18 können wir jetzt direkt diese Luftschicht auch so modellieren bzw. hier reinschauen. Das ging in Archicad 17 nicht. Dort hat man hier zwar reingucken können, aber dann war das wie ein leerer Kasten. Aber jetzt ist die Luftschicht auch wirklich eine reale Schicht und wir sehen die einzelnen Schichten der einzelnen Bauteile. Was das für Auswirkungen hat, kann man hier bei diesem zum Beispiel mal ganz gut sehen. Ich habe hier also ein mehrschichtiges Bauteil. Dieses hier mit einer Luftschicht, also ein klassischer Schacht dort drin. Und diese Luftschicht kann auch noch an einer Kollisionsüberprüfung teilnehmen oder nicht. Wenn wir uns dazu zum Beispiel mal den HKLSE-Modeller aufrufen und die Kollisionsüberprüfung laufen lassen, dann findet der eine Kollision zwischen diesem Schacht und diesem Rohr. Haben wir jetzt hier fünf. So, und das müsste dann nicht dieser, nicht dieser, nicht dieser. Ich muss auch überlegen, welcher das ist. Ich meine, das ist denn dieser hier. Also wir haben auf jeden Fall fünf Kollisionen. Warum? Obwohl wir hier nichts haben. Da ist es nämlich eine neue Einstellung in den Attributen. Wenn wir uns die betreffenden Baustoffe aufrufen, dann haben wir hier die Luftschicht. Und die hat momentan den Haken bei Kollisionsüberprüfung berücksichtigen. Wenn ich den rausnehme und noch einmal die Kollisionsüberprüfung laufen lasse vom HKLSE-Modeller, dann bekomme ich nur noch vier Kollisionen. Das heißt, diese hier
ist nicht mehr vorhanden. Das können wir jetzt dann sein lassen. Protokoll brauchen wir nicht. Aber es zeigt uns, dass wir auch Luftschichten als reale Schichten modellieren können. Und wie gesagt, an Kollisionsüberprüfungen können die nicht teilnehmen. Und das hat auch etwas mit dem Export zu tun. Denn wenn wir jetzt unser Modell an den Haustechniker übergeben, dann wird auch diese Luftschicht als reale Luftschicht auch übergeben. Das heißt, dort kann er dann seine Rohrleitung auch drin laufen lassen. Auch eine Kleinigkeit, aber sehr sinnvoll ist, mehrschichtige Bauteile ohne Kern zu erstellen. Ich habe es hier so modelliert, das heißt, ich habe hier eine Rohbaudecke und ich habe hier den Estrich obendrauf als zweite Decke. Ich persönlich finde diese Art etwas angenehmer zu modellieren. Man kann das natürlich auch in einem Paket machen, aber ich finde es so besser, weil wir dann eine reale Rohbaudecke haben, die besser rechnen können und auch die einzelnen Schichten. Dann war aber das Problem mit Eichigkeit 17, dass hier dann durch die Türen nicht unbedingt der Estrich dann auch durchlief. Dort gab es ja einen kleinen Trick. Man konnte eine Folie quasi unten als Kern definieren. Das fällt nun weg. Wenn wir das hier als dieses mehrschichtige Bauteil ansehen, dann können wir hier diese drei Schichten auch komplett als Nichtkern annehmen. Sie alle kennen das, wenn Sie im Grundriss Bemaßung platzieren, dann können Sie einfach auf die Kante der Wand klicken und wir kriegen sofort die Dicke der Wand bemaßt. Das geht nun auch hier im Schnitt. Hier kann man das ganz gut sehen. Wenn ich hier einfach auf die Decke klicke, dann kriege ich das dementsprechend hier auch bemaßt. In dem Fall habe ich die Maßkette auch so eingestellt, dass sie den Kern bemaßt. Also kriegt sie das hier dann auch so mit. Noch eine Kleinigkeit. Wie wollten Sie es bisher lösen, wenn diese Seite der Wand komplett gestrichen sein sollte? Hier vorne aber Beton. Dazu gibt es im Archicad 18 einen kleinen Haken, dass wir sagen, die Endoberflächen mit den angrenzenden Wänden überschreiben und wenn wir das setzen, dann wird diese gesamte Kante hier auch weiß. Ist vor allem dann wichtig, wenn wir zum Beispiel eine durchgehende Wand haben, in die einige Stichwände reinkommen und dann soll die das Material der durchgehenden Wand übernehmen. Das sind nur Kleinigkeiten von der Modellierung. Sie werden sicherlich noch viel ein paar mehr Kleinigkeiten entdecken, auch dass es insgesamt flüssiger geworden ist bei der Vorschau. Das ist also schön anzusehen. Und wir haben komplett mit Archicad 18 die PDF-Engine überarbeitet. Für den Mac hatten wir bisher die interne Engine von macOS X und haben nun eine komplett neue Engine eingebaut, die mehr Möglichkeiten als die System-Engine bietet. Die hatten wir auf Windows im Endeffekt auch schon, nur ist sie jetzt erweitert worden. Erweitert worden dahingehend, dass wir jetzt PDFs mit Layern exportieren können. Und zwar aus dem Modellbereich oder aus dem, ich habe hier ein Arbeitsblatt erstellt und wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, sichern als und ich mache hier ein PDF, lege ich mir auf den Schreibtisch, mache mir da mal einen neuen Ordner, Export. So, habe ich hier ein paar Dokumentationen. Machen wir mal ein 200stel. So. Haben wir hier ein paar Optionen und da sehen wir hier PDF mit Ebenen exportieren. Was auch hier ist, Sie können natürlich Bildauflösung begrenzen auf verschiedene, also wenn Sie mit Bildern das Ganze exportieren. Was auch interessant ist, ist dieser Haken hier oben, Projektinfo und PDF mit einbinden. Das heißt, die Info, die Sie jetzt normalerweise in der Projektinfo haben, wenn Sie dort Ihr Büronamen und so weiter als Autotext haben, dann können Sie diesen Haken rausnehmen, wenn Sie zum Beispiel einen Wettbewerb abgeben oder das irgendwo veröffentlichen wollen, wo nicht der Name drin stehen soll, dann einfach diesen Haken rausnehmen und das Ganze wird nicht mit exportiert. So, wir machen das so. Das lassen wir so. Wir machen hier schwarz-weiß. Okay, sichern. Und wenn wir das jetzt Schreibtisch-Export mit Akkubord Reader öffnen. Dann sehen wir hier, dann sehen wir hier die jeweiligen Layer. Können wir also hier dann alles ein- und ausstellen, so wie Sie es gerne hätten. Das lässt sich einfach nur ein- und ausstellen, um zum Beispiel den Inhalt ein wenig zu filtern, um ein bisschen klarere Sicht zu machen. Zweite Möglichkeit mit PDF ist, PDF zu importieren. Häufig an uns herangetragen, die Frage, okay, ich muss ein PDF importieren. Bisher immer musste man das irgendwie über ein Adobe-Werkzeug oder so machen. Jetzt können Sie es genau wie eine DWG-Zeichnung auch. Sie nehmen das Zeichnungswerkzeug und wir nehmen hier eine PDF.
Das ist hier ein Detail von Brillux, habe ich mir runtergeladen. Das platziere ich hier und jetzt kann ich das einfach zerlegen. Rechtsklick zum Beispiel, da ist dieser Befehl in 2D-Elemente zerlegen, da ist ja auch unter Bearbeiten. Wenn ich den jetzt zerlege, habe ich noch die Möglichkeiten, hier einen Stift einheitlich zu machen und einen gleichen Font zu verwenden. Also in gleicher Art und Weise, wie Sie DWG-Zeichnungen auch zerlegen. Und falls die Zeichnung Ebenen enthält, könnten die auch mit importiert werden. Aber normalerweise werden Sie es fast, also werden Sie es selten finden. Aber Sie können hier die Ebenen der Zeichnung benutzen oder also alles auf eine Ebene legen oder die Ebenen mit importieren. So, wir lassen das so. Und jetzt haben wir es importiert. Jetzt sehen Sie hier schon, da hat sich ein bisschen was getan. Jetzt habe ich hier einmal die Zeichnung und hier die zerlegte Zeichnung. Und jetzt müssen wir uns mal die Feinheiten anschauen, was wir hier haben. Das heißt, richtiger Text, Text, der auch realer Text in der PDF-Engine war, wird auch zu richtigem Text. Während hingegen hier zerlegte Pfade hinterher dann zu Schraffuren werden. Ähnlich ist es leider auch, die PDF-Engine oder die PDF-Zeichnung an sich enthält nicht die Informationen über die Schraffuren, sondern das, was hier vormals eine Schraffur war, wird jetzt in einzelne Linien zerlegt. Die Massivschraffur hingegen wird zu einer richtigen Massivschraffur, aber Sie haben es hier auch, dass wir hier so eine Linienart hier in einzelne Linien und Bögen zerlegen. Das kann man hier auch ganz gut sehen, hier an diesem Kies-Schotter-Putz, dass das hier einzelne Elemente werden. Auch sichtbar hier zum Beispiel. Ne? Also die PDF-Zeichnung enthält diese Information nicht, es hat nur eine reine grafische Darstellung, aber Sie können es dementsprechend zerlegen und nachbearbeiten. Für den Workflow, wenn Sie mit vielen unterschiedlichen Dateien arbeiten, war häufig auch angefragt, okay, wir haben jetzt unterschiedliche Attribute und wir möchten die jetzt von der einen Datei in die nächste überschreiben oder irgendwie säubern und zwar nicht nur nach Nummern, sondern auch nach Namen, sodass Sie jetzt im Attributemanager einstellen können, okay, ich möchte etwas überschreiben nach Indexnummer oder nach Name. Dementsprechend können Sie hier die Attribute hier überschreiben. Interessant auch zu sehen, dass im Attributemanager auch immer die Bauteilschraffuren, Oberflächenmaterialien, also die Unterattribute mit übernommen werden. Und das Gleiche ist auch bei den mehrschichtigen Bauteilen zu sehen, dass wenn wir Unterattribute haben, die benötigt werden, dass die dann auch mit übernommen werden können. Wenn Sie in einem Attributefenster etwas löschen, dann kommen wir zuerst zu diesem Fenster, halt löschen und ersetzen mit. Und jetzt können Sie sich überlegen, okay, wenn ich das jetzt lösche, hat das Auswirkungen, hat das keine Auswirkungen? Wenn ich auf Details klicke, dann sehe ich, dieses Element, dieses Attribut ist auch wirklich benutzt und kann dementsprechend gelöscht oder auch nicht gelöscht werden. Aber Sie kriegen die Informationen jetzt darüber, ob dieses Element wirklich benutzt worden ist. Bei den Baustoffen haben wir gerade schon gesehen, nimmt an der Kollisionsüberprüfung teil, ein Thema. Und zum anderen haben wir jetzt hier die Möglichkeit, eine ID-Nummer, wenn Sie das irgendwie benutzen möchten, zu Ihrer eigenen Sortierung oder um es etwas feiner zu spezifizieren. Wir können auch hier Hersteller und Beschreibung, also Sie haben hier noch die Möglichkeit, sich Informationen zu den Baustoffen reinzuschreiben. Wenn Sie jetzt bestimmte Baustoffe haben von bestimmten Herstellern, dann können Sie hier noch mehr Informationen reinschreiben. Und die Baustoffe finden Sie auch im Fassadenwerkzeug jetzt, also nicht nur in den Wänden, Decken, Stützen, Fenstertüren, Morphs und so weiter, Fenstertüren nicht, aber jetzt in den Fassaden finden Sie jetzt auch die Baustoffe. Unser nächstes Thema heißt OpenBIM. Dazu brauche ich jetzt wieder die Projektmarker. Und zwar haben wir die Projektmarker, das brauchen wir jetzt nicht, das ist von vorhin aus, können wir noch löschen. So. Und zwar bietet uns der Projektmarker jetzt die Möglichkeit, sogenannte BIM Collaboration Format BCF-Dateien zu importieren und zu exportieren. Was ist ein BCF, eine BCF-Datei? Folgendes Szenario. Wir als Architekt erstellen eine IFC-Datei mit unserem Bauwerk. Der Haustechniker liest das Ganze ein, sieht, oh je, der Schacht ist nicht groß genug und hier muss noch irgendwie was passieren und könntest du hier noch irgendwie was durchschreiben.
Also diese ganzen Anmerkungen kann er in seinem Programm, oder es gibt verschiedene Koordinationsprogramme, die das können. Also man kann dort quasi Anmerkungen schreiben. Und diese Anmerkungen bestehen im Endeffekt aus einer Kameraposition und einer Schnittebene. Also man soll sich das so vorstellen: Wir sitzen also zu mehreren an einem Projekt, haben zum Beispiel Thekla BIMSight als Programm auf oder Solibri Model Checker. Mehrere Disziplinen sitzen jetzt vor dem Bildschirm. Okay, jetzt geht es darum, kleine Arbeitsanweisungen zu schreiben, nach dem Motto: Verschieb doch bitte schön diese Stütze und mach hier noch etwas größer und so weiter. Und diese Anweisungen mittels eines Screenshots und der Position in dem Gebäude, das verschickt man als BCF-Datei. Wie das aussieht, zeige ich Ihnen mal ganz einfach. Hier auf diesem Knopf kann ich eine BCF-Datei, die ich aus einem anderen Programm habe, importieren. Hier habe ich drei, vier Stück. Zum Beispiel nehmen wir mal hier Statikwand. Das ist jetzt einfach ein Hinweis. Das ist also eine relativ kleine Datei, 400 KB. Das wird also auch durchaus per Mail verschickt. Das importiere ich. So, was haben wir jetzt hier? Haben wir also einen Kommentar. Wir haben hier einen Screenshot. Dieser Screenshot ist erkennbar nicht aus Archicad, sondern aus dem Thekla BIMSight. Das ist ein kostenloses Programm, was unter Windows läuft, mit dem man diese Dateien koordinieren kann. Diese Wand ist markiert und das ganze Gebäude ist quasi aufgeschnitten. So, und jetzt möchte ich per Doppelklick, kann ich jetzt hier draufklicken und jetzt sehe ich genau diesen Ausschnitt auch nur im Archicad. Sehe also, diese Wand ist markiert, das ganze Ding ist aufgeschnitten und dann ist da noch ein Text dazu nach dem Motto: Bitte schön diese Wand in Stahlbeton erstellen. Das ist also die Arbeitsanweisung, die ich bekommen habe. Probieren wir nochmal eine andere. Nehmen wir mal hier die Stützen, importieren. Sie sehen auch hier wieder Vorschaubild, können wir uns nochmal anschauen. Diese Stützen hier sind markiert, das Ganze ist also geschnitten. Das ist also ein Screenshot, wie gesagt, aus diesem Programm. Und wenn wir hier draufklicken, ähnliches Prinzip, die drei Stützen sind markiert, kann man ganz gut sehen, das Ganze ist beschnitten. Und wir haben hier, bitteschön, die Stützen 5 cm dicker. Das sind also die Arbeitsaufträge, die ich per BCF zugewiesen bekomme, damit ich das hinterher in meinem Modell nachführen kann. Denn der Tragwerksplaner darf ja nicht in meinem Modell rumfuschen, sondern er muss das Ganze irgendwie mir mitteilen und wir haben es zusammen besprochen und damit ich es nicht vergesse, schickt man sich das dann per BCF-Datei. Und wir können natürlich auch im Archicad eine BCF-Datei schreiben, auch wieder, indem wir einen Ausschnitt quasi festlegen, beschneiden und über diesen Knopf hier, Quatsch, über diesen Knopf mit dem Eintrag hinzufügen und ihn dann hinterher exportieren über diesen Knopf hier mit dem Pfeil nach oben und nach unten. Sie sehen also, es ist eine ganz wunderbare Art, sich mit den Disziplinen auszutauschen und BCF wird von Thekla Structures, von DDS-CAD unterstützt, von Solibri und von ein paar anderen Viewern und es ist gerade ein guter Schritt, um sich halt modellmäßig miteinander zu unterhalten. Wenn Sie mit Hotlinks arbeiten, das können wir löschen, das brauchen wir jetzt nicht. Wenn Sie mit Hotlinks arbeiten, dann wird Sie das folgende neue Feature auch sehr begeistern. Ich möchte dieses, ne, mal die Gruppierung an, dieses Hotlink und diesen hier austauschen. Das soll zu Hotlink B werden. Jetzt normalerweise würde ich es löschen und vielleicht das hier rüber kopieren. Aber wir können jetzt über die Hotlink-Moduleinstellungen direkt wie auf ein GDL-Objekt zugreifen. Wenn ich jetzt sage, okay, das ist jetzt hier Hotlink A, dann möchte ich jetzt Hotlink ändern, möchte gerne Hotlink B draus machen, sagen okay, dann werden diese beiden auch direkt ausgetauscht. Das heißt, wir können auf jedes einzelne Hotlink zugreifen und es einzeln austauschen. Sonst ging das ja nur über die Hotlink-Verwaltung, aber dann hätten wir alle ausgetauscht oder halt über Copy-Paste oder wie auch immer verschieben. Jetzt können wir jedes einzelne austauschen. Wichtig jetzt in dem Falle war, dass sie gruppiert sind und jetzt auch, wenn man sie direkt austauschen will, ist es wichtig, dass dieses Hotlink genau quasi den gleichen Ursprung hat wie dieses Hotlink. Also was ich, jetzt müsste der Ursprung quasi links unten sein und hier auch links unten, damit wir die austauschen können, wie ein GDL-Objekt auch. Wenn Sie mit Teamwork arbeiten, dann werden Sie auch wie
bei den Projektmarkern diese kleinen Screenshots mit drin haben. Da können Sie auch direkt eine Sicht dazulegen, also ein Screenshot einfach nur, um zu verdeutlichen, okay, was ist das eigentlich? Das macht das Arbeiten halt auch ein bisschen runder. So, kommen wir jetzt nur zum automatischen Indexverwaltung. Was wir hier machen wollen, ist Ihnen die Arbeit etwas zu erleichtern. Wir geben ja Ausführungspläne raus, die haben dann einen gewissen Änderungsstand, das heißt Index A, Index B, meistens ja oder 1, 2, 3 oder wie man das immer benennen möchte. Und ich möchte Ihnen nun zeigen, wie Sie mit Archicad 18 diese manuelle Arbeit erheblich einfacher haben können. Zuerst einmal habe ich auf dem Master Layout ein Objekt, ein neues Objekt namens Indexhistorie platziert. Dieses Objekt liest hinterher die Änderungseinträge, die wir den jeweiligen Layouts zugewiesen haben, automatisch zugewiesen haben, ohne dass wir dann was machen können. So, also wir sind jetzt soweit, wir wollen den ersten Plansatz rausgeben. Den allerersten Plansatz müssen wir rausgeben und nicht einfach unbemerkt quasi vom Archicad, sondern wir müssen dem Archicad sagen, okay, ich gebe jetzt den allerersten Plansatz raus, ab hier, danach kommen dann quasi meine Änderungen. Gut, also erst einmal aktualisieren, damit wir auch wirklich auf dem neuesten Stand sind. Das dauert auch hier ein bisschen. So weit, so gut. Gut. Sieht also alles noch gut aus. Wir sehen hier Grundriss EG, AG, wie auch immer. Alles soweit in Ordnung. So, jetzt mit einem Rechtsklick mache ich hier eine neue Ausgabe. So, die ID-Nummer, der gebe ich jetzt keine ID-Nummer. Ich möchte nämlich keine und ich sage, das ist die Erstausgabe. So weit, so gut. Sie sehen alle Layouts, die in dieser Ausgabe enthalten sind, sind blau markiert. Und jetzt schließe ich diese Ausgabe auch gleich, weil ich im Endeffekt das jetzt ausgeben möchte. Aktuelle Ausgabe schließen. Jetzt gehen wir in den Organisator. Schauen uns das nochmal an. Ich habe hier ein Publisher-Set. Schauen wir mal an, wo das hingeht. Das soll bitte schön hier auf meinen Schreibtisch gehen, in meinen Export. Da möchte ich es dann hinhaben. Und hier mache ich eine Verknüpfung von meinen gesamten Werkplänen. Und Sie sehen hier, dass die grünen sind. Das heißt, die haben, sind neu, die haben sich quasi geändert für Archicad. Die sind ganz neu, weil wir sie ja noch nie ausgegeben haben. Und wir sagen jetzt publizieren. Einmal alle Pläne raus. So, das ist jetzt die erste Ausgabe unserer Pläne, quasi die Nullnummer, die Erstausgabe. Noch keine Änderung. Jetzt kommen die Änderungen. Jetzt geht's los. Jetzt kommt der erste Plansatz mit Änderungen. So, vorhin haben wir ja die Aufgabe bekommen, diese Wand hier bitte schön in Stahlbeton. Also, das soll jetzt eine Änderung werden. Wenn ich das jetzt einfach nur mit Stahlbeton mache, es ist sehr gut und schön, aber irgendwie muss ich Archicad ja mitteilen, dass sich etwas geändert hat. Und dazu gibt es hier den neuen Änderungsmanager. Jetzt mache ich eine neue Änderung und sage, okay, diese Wand hat sich geändert. Jetzt ist natürlich auch sinnvoll, dass diese Änderung auch weiß, dass es sich um diese Wand handelt. Dementsprechend Element markiert, aufs Wölkchen klicken und eine neue Änderung machen. Wand, Laut, Statik. Na, so. Das hat eine ID-Nummer, einfach nur so für mich, damit ich ja weiß, welche ich habe. Wand, Laut, Statik. Und Sie sehen auch hier gleich, dass diese Wand hiermit verknüpft ist. Doppelklick hier drauf führt mich zu dieser Wand. Das ist quasi das Erste. Dann habe ich diese Stützen, die größer werden sollten. 5 cm größer, das heißt, was ich mache jetzt mal 0,2 und sage hier die Stützen Lautstatik. Jetzt fällt mir ein, dass ich diese eine Stütze hier vergessen habe, also möchte ich die noch mit dazu packen. Die soll dann bitte schön auch 0,2 sein. Und die kann ich über dieses kleine Plus hier dieser Gruppe auch hinzufügen. Sie ist jetzt markiert, also hier drauf und sie ist mit dabei. Dementsprechend kann man sie natürlich auch wieder mit rausnehmen.
So, jetzt habe ich diese Änderung drin und ich habe sie auch irgendwie hier markiert, aber irgendwie muss ich sie wahrscheinlich im Plan auch noch sichtbar machen. Dementsprechend gibt es auch noch sogenannte Änderungsmarker. Dieser Änderungsmarker kann entweder auch gleich eine neue Änderung enthalten oder er kann verknüpft sein. Sie kennen das von den Schnitten und Ansichten. Wir können neue machen oder wir können verknüpfte machen. Da ich jetzt hier schon Änderungen gemacht habe, nehme ich den Verknüpft-Marker. Verknüpft mit Bandlautstatik. Soweit, so gut. Und ich möchte keine Wolke haben oder eine Wolke mit zum Marker, sondern ich möchte den reinen Marker haben. Sag also hier, okay, das soll bitte schön da dran hängen. Steht also momentan noch ein Autotext drin. An die Stützen, gleiche Prinzip, machen wir hier auch. Soweit, so gut. Lassen wir es dabei erst einmal sein. So, jetzt kann ich hier schon mal aktualisieren. Und was Archicad jetzt gleich macht, es überprüft, wo sind diese Elemente zu sehen. Auf dem Obergeschossgrundriss, auf dem Kellergrundriss ist nichts zu sehen, aber Sie können es hier ganz gut sehen. Das hier auf dem Grundriss EG und die Schnitte, das sind die beiden Zeichnungen, die davon betroffen sind. Was ist hier jetzt passiert? Hier steht jetzt in Arbeit und wir sehen hier auch, also in Bearbeitung, wir sehen hier auch unsere Kürzel dessen, was wir eingetragen haben. Auf den anderen nichts. Auf dem Schnitte steht schon etwas drauf. So, und um das jetzt auszugeben, müssen wir wieder, das Wort sagt es bereits, eine neue Ausgabe machen. Also Rechtsklick, neue Ausgabe erstellen und jetzt sage ich hier, du bist A, du bist erste Bearbeitung. Und der wichtigste Knopf ist dieser hier, die Index-ID aller enthaltenen Layouts überschreiben. Damit wird hier und dort ein A quasi hinten dran gehängt. Das machen wir hier soweit okay. Dann sehen Sie hier schon, dass ein A dahinter ist. Da könnte man jetzt auch noch ein Minuszeichen dazwischen packen als Autotext, wie auch immer. Und hier steht noch in Arbeit, das heißt die Bearbeitung. Das heißt, Archicad hat automatisch alle Layouts, die Änderungen enthalten, in diese Ausgabe reingepackt. Dementsprechend ist der Workflow erst alle Änderungen machen und dann die Ausgabe öffnen und gleich darauf diese aktuelle Ausgabe auch wieder schließen. Das heißt, jetzt ist quasi, Sie sehen auch hier, hat sich das hier geändert. Hier steht jetzt ein A, hier stehen die Kürzel, hier steht auch das A, das hier steht auch nicht mehr Bearbeitung. Jetzt haben wir also die Ausgabe geschlossen und alle Änderungen sind hier mit drin. Schauen wir nochmal in den Organisator. Hier sehen wir jetzt auch, die beiden Dinger haben sich geändert, die beiden Layouts haben sich geändert. Und jetzt könnte ich sie einfach wieder ausgeben, aber dann werden sie natürlich einfach überschrieben. Dementsprechend sollte man hier vor per Rechtsklick noch die Elemente umbenennen. Da möchte ich einen eigenen Namen haben, da mache ich hier die Quelle, also WP1, Grundriss KG und ich möchte auch noch Index-Ausgabe-ID haben, also das A, B, wie auch immer. Und dann sehen Sie, hier haben wir automatisch ein A dazu. Das müssen wir nur einmal machen, dieses Umbenennen. Nachher geht das alles automatisch. Jetzt können wir also hier ein A hinsetzen und jetzt möchte ich publizieren. Und zwar nicht das gesamte Layout, sondern nur die grünen. Das kann man hier ganz gut sehen. Hier ist es auch grün hinterlegt. Jetzt publiziere ich also nur die aktuellen Ausgabe PDFs und jetzt werden genau diese beiden hier mit ausgegeben und wir haben dann dementsprechend natürlich auch den Namen hier mit WP2 Grundriss EG A. So können wir unseren eigenen Index hinten dran legen. Wenn wir jetzt einen neuen Index machen, neu B sozusagen, dann können wir auch die Änderungsmarker, die wir hier, das will ich noch ganz kurz zeigen, die Änderungsmarker, die hier angezeigt werden mit dem A, die können dann dementsprechend angezeigt oder normalerweise ausgeblendet werden, denn die wollen wir ja normalerweise nicht sehen, weil wir ja immer die Änderung von einem Schritt zum nächsten zeigen. Das ist die Indexverwaltung im Archicad 18. Sie sehen, es erfordert ein ganz bisschen Aufpassen sozusagen. Also man muss natürlich eine Struktur da drin haben, aber es nimmt einem diese ganzen lästigen, wo ist jetzt auch wirklich die Änderung sichtbar, Arbeit ab. Ein Archicad kann das manuell nachvollziehen. Es gibt natürlich auch noch andere Marker, also man kann natürlich auch hier, ich kann noch mal ganz kurz einen Marker platzieren, wenn wir hier einen verknüpften Marker oder einen neuen Marker haben. Man könnte natürlich auch hier so eine Art von Wolke drumherum ziehen, die dann hier die Änderung anzeigt. Brauchen wir jetzt nicht. Damit sind wir jetzt erst einmal fertig.
Was hat sich noch getan? Die Innenansichten wurden überarbeitet und funktionieren jetzt im Endeffekt genauso wie in Ansichten und Schnitte auch. Wenn ich jetzt hier eine Innenansicht platziere, dann kann ich die jetzt hier auch genauso nachbearbeiten wie auch eine normale Ansicht. Mach die jetzt mal auf, wir können das ganz gut sehen. Das müsste dann, weiß gar nicht genau, welche das ist. Diese. Das heißt, diese hier, wir können genau bis zum, kann das mal rüberziehen, dann kann man das besser sehen. Ich kann genau bis hierhin auch sehen. Wenn ich das jetzt weiterziehe, so wie ich es normalerweise bei den Ansichten auch machen kann, dann sehe ich, okay, kann ich weiterschauen und dann sehe ich, hier steht quasi das Pferd auf dem Flur und ich kann sehen, eine schöne Innenansicht. Das heißt, ich schaue genau in gleicher Art und Weise wie bei den Ansichten und Schnitten, funktionieren die Innenansichten nun auch. Häufig angefragt, um wieder mal zum Layout zurückzukehren, war folgendes kleines Feature. Wir haben, vielleicht machen wir da noch eine Zeichnung mit dazu. Wir haben einen Grundriss und wir haben eine 3D-Skizze und wir haben was weiß ich was. Und der Autotext auf dem Layout zeigt uns an, welche Maßstäbe haben wir eigentlich. Und jetzt habe ich hier 1, naja, 1 zu 303,03, also irgendein wildes Maß, weil das Bild hier mit der Innenansicht und dem Pferd keinen richtigen Maßstab hat, den ich darstellen lassen kann. Bei jeder Zeichnung können wir, wenn wir dort einfach draufgehen, den Maßstab in den Autotexten und Indizes einschließen oder rausnehmen und dementsprechend steht hier nur noch 1 zu 50. Da haben wir jetzt nicht mehr das Problem. Wir können also jeder Zeichnung einfach aus dieser Automatisierung rausnehmen. Sie alle wissen im normalen Arbeitsalltag, wie man bemaßt. Sie nehmen eine Maßkette und drücken auf Mac Command, auf PC Steuerung, klicken hier drauf und ein neuer Maßpunkt erscheint. Sie kennen natürlich auch draufklicken und löschen. Auch eine Möglichkeit. Aber es ist jetzt eigentlich dann ähnlich geworden, dass man einfach bei markierter Maßkette auch mit der Command-Taste bzw. Steuerungstaste hier gedrückt draufklickt und dann kann man diese Maßpunkte auch entfernen. Also so wie Sie Maßpunkte hinzufügen, können Sie auch wieder Maßpunkte entfernen in gleicher Art und Weise. Seit ein paar Versionen können wir EFC-Werte in die Bauteile legen, in den Bauteilen hinterlegen. Da haben wir hier die EFC-Eigenschaften und da habe ich hier zum Beispiel den Schalldämmwert, Feuerschutzwert und den U-Wert. Da habe ich hier zum Beispiel F90 eingetragen für den Feuerschutzwert. Das ist jetzt hier Englisch, aber das kann man natürlich auch auf Deutsch umstellen. Das möchte ich auch im Grundriss darstellen. Und zwar möchte ich kein unabhängiges Etikett platzieren, sondern ich möchte, dass das aus den Bauteilen direkt kommt. Wenn ich also hier das Etikett zum Beispiel anmache, sehe ich jetzt erst einmal nur Wand 003, das ist die ID-Nummer, weil wir hier dieses Etikett drin haben. Es gibt aber ein neues Etikett namens allgemeines Etikett und da gibt es schon ein paar mehr Informationen jetzt hier. Die ID-Nummer, Größe, Volumen, das wollen wir jetzt gar nicht, sondern wir wollen das noch etwas genauer einstellen. Und zwar möchte ich, können das hier direkt so einstellen, wie Sie es haben. Also Sie haben hier eigene Texte, Höhe, Schichtstruktur, also man kann auch den kompletten den mehrschichtigen Aufbau quasi hier anzeigen lassen. Wenn wir das hier machen, das würde auch funktionieren, komplette Schichtliste, wollen wir jetzt auch nicht, sondern was ich Ihnen eigentlich zeigen wollte, waren die zusätzlichen Kennzeichen. Und wenn ich hier drauf klicke, dann kann ich mir hier die zusätzlichen Kennzeichen, die in der Wand vorhanden sind, anzeigen lassen. So, wir machen Fire Rating. Das lassen wir erstmal so. Hier steht hier Fire Rating F90. Fire Rating möchte ich aber nicht sichtbar haben, also müsste man hier sagen, nicht automatisch, sondern das Ganze bitte schön 1 eigenständig und wenn ich gar nichts stehen habe, einfach löschen. Und wir machen hier ein F90 und dieser Wert kommt direkt aus der Wand. So könnten wir natürlich das relativ einfach die Werte, die in den Wänden und die natürlich auch dementsprechend bei der EFC-Übergabe mit übergeben werden, können wir die direkt im Plan auch mit darstellen lassen. Wenn Sie nicht über IFC, sondern über DWG ausgeben und einlesen, dann können Sie jetzt mit Archicad 18, 2013 und 2014 lesen und schreiben.
Das ist halt das aktuelle Format, können wir dementsprechend lesen und schreiben. Wenn Sie eine BIMX-Datei ausgeben, war es bisher so, dass Sie sich entscheiden mussten, ob diese Datei ein Hypermodel fürs iPad oder für Android ist oder eine reine pure 3D-Datei. Das ist jetzt vereinheitlicht worden, das heißt, es gibt nur noch ein Dateiformat und Sie können auch auf dem Desktop ein Hypermodel öffnen. Allerdings sieht es dann aus wie folgt. Habe hier eine BIMX-Datei. Das ist ein Hypermodel, was ich auf dem iPad aufmachen kann. Ich kann es aber auch auf dem Desktop aufmachen. Aber wir haben hier die 2D-Dokumentation, die können wir nicht erreichen auf dem Desktop. Das geht hier nur auf dem mobilen Gerät. Aber wir haben hier die unterschiedlichen 3D-Darstellungen, die auch die Datei quasi enthält und kann mir eins von diesen beiden quasi dann hier als 3D-Modell öffnen, um dann hier durchzugehen. Und jetzt bin ich auch schon verloren. So. Was Sie sicherlich freuen wird, ist die Möglichkeit, über die Modelldarstellung den Detaillierungsgrad von Fenstern und Türen einzustellen. Wenn wir die Modelldarstellung aufrufen, dann finden wir jetzt für Archicad 18 Fenster hier die Möglichkeit, unabhängig von Maßstab die Detaillierung einzustellen. Sei es von ganz einfach bis zu detailliert und bei den Türen auch mit oder ohne Türblatt. Bei den Fenstern haben wir 3 Stufen, Schnitteansichten dementsprechend hier oder hier. Und auch bei den Dachfenstern können wir das hier einstellen, wie die Darstellung sein soll. Dementsprechend können Sie quasi einen Hundertstel mit einer Fünfzigstel Detaillierung machen, wie auch immer. Wichtig ist nur, wenn Sie aus einer älteren Archicad-Version migrieren, dass Sie bei den Fenstern und Türen einstellen, dass diese nach Modelldarstellung reagieren und nicht maßstabsabhängig. Denn das ist die Standardeinstellung, wenn Sie einen 17er oder 16er, 15er, wie auch immer geartete Datei in Archicad 18 öffnen, bitte auf Modelldarstellung stellen, damit das auch mit dieses Feature auch benutzt werden kann. Schauen wir nochmal weiter in die Bibliothek bei den GDL-Objekten oder bei den Objekten. War sonst auch häufig die Anfrage, warum gibt es das Fenster mit dem User Interface und warum gibt es das Fenster mit den ganzen Parametern? Die sind jetzt hier hinter beide erreichbar, aber Sie haben entweder oder Möglichkeiten. Das heißt, Sie sehen nicht beides gleichzeitig, was zu weniger Verwirrung führt, wenn man hier alle Parameter und hier die individuellen, also hier das grafische User Interface sehen kann. Bei den Lampen geht das Ganze sogar noch einen Schritt weiter. Da gibt es ja ein paar neue Lampen, da kommen wir später nochmal hinzu, aber die haben hier dann noch die Möglichkeit, sogar hier in einem Baum aufgebaut zu werden, sodass wir das hier noch etwas weiter aufräumen können. Und hier sehen wir schon ein paar Parameter, die uns später dann später beschäftigen werden. Aber hier wird das Ganze noch etwas aufgeräumter in einer normalen Baumansicht. Für die Objekte ein paar Schulmöbel, ein paar Kindermöbel, ein paar Labormöbel, die natürlich voll konfigurierbar sind. Ich habe nur ein paar Beispiele aufgebaut. Der Fahrstuhl hat ein komplett neues User Interface bekommen, wie das auch immer hier alles geartet ist. Und Spielplätze, das heißt, diesmal sind wir, glaube ich, sehr kinderfreundlich geworden in diesem Archicad. Spielplatzmobiliar und bei den Räumen gibt es jetzt auch die Möglichkeit, die zusätzlichen Kennzeichen aufzurufen. Also wenn wir hier jetzt zum Beispiel zusätzliche Kennzeichen haben, hier habe ich jetzt nur ein, ganz automatisch mal innen oder außen. Können wir hier mal innen, außen, da könnte man das, ne? Also hier zum Beispiel internal heißt Innenraum, Außenraum, sowas könnte man darüber darstellen. Schauen Sie sich diese 2 Fenster an. Wo liegt der Unterschied? Man mag im ersten Moment glauben, da gibt es keinen. Es ist aber ein kleiner und auch ein oft gewünschter, nämlich diese beiden Fenster sind unterschiedlich hoch. Woran liegt das? Zum einen haben wir den Rollladenkasten in der Rohbauhöhe und einmal nicht. Es gibt Bauvorhaben, wo das so sein soll. Es gibt Bauvorhaben, wo es anders sein soll, wo der Rollladenkasten als Sturz dient oder halt dementsprechend einfach nicht.
Dieser kleine Knopf ist hier unter Sonnenschutz. Das heißt, wenn Sie einen Rollernkasten hinter der Fassade angebracht haben, wird er aktiv. Höhenwandloch einschließen, so heißt der. Dann können wir zwischen diesen beiden Varianten wählen. Und wie gesagt, die Bemaßung wäre jetzt in dem Falle die gleiche, weil Sie sich natürlich entscheiden müssen, ob Sie das oder ob Sie, welche Variante Sie im Endeffekt bemaßt haben wollen. Dann haben wir noch ein paar neue Pflanzen. Da kann man das ganz gut sehen hier. Die sind eigentlich auch so gesehen ganz schick. Achten Sie darauf, wir haben mehrere Pflanzen hier zu mehreren zusammengefasst. Die sind sowohl fürs Rendering nachher ganz gut, die sind aber auch für die Darstellung im Grundriss oder in der Ansicht schön. Das heißt, wir haben die in mehreren Jahreszeiten, wir haben sie in mehreren Darstellungen. Wenn wir das hier mal anschauen, wie das aufgebaut ist. Das ist mal ein bisschen größer. Also hier zwischen Sommer, Herbst, Winter. Sie haben hier die Draufsicht, die Seitenansicht, die Darstellung dafür. Das ist die 3D-Darstellung und es gibt die 2D-Darstellung. Dann haben Sie hier dieses oder die Seitenansicht in dem Falle oder die symbolische Darstellung. Hier finden Sie dann alle Baum, Symbole und auch in den Seitenansichten finden Sie alle Baumsymbole, die Sie normalerweise als einzelne Objekte da hatten. Machen Sie sich ein paar Favoriten mit denen, die Sie am besten, am liebsten benutzen. Sind alle hier zusammengefasst, aber wir wollen da auch noch mal zeigen in einem großen PDF, was es alles für Möglichkeiten gibt. Beim IFC-Mapping oder IFC-Austausch, der nächste große Punkt. Wir haben ein automatisches, wir haben den IFC-Manager, der zum einen die IFC-ID und die Global-ID managt. Eigentlich nur kleiner Hintergrund, das ist ein neues Feature hinzugekommen für die BCF-Verwaltung. Sie haben ja vorhin gemerkt, dass wenn ich in dem anderen Projekt die Wand, in dem anderen Programm die Wand anklicke und sage, hier die Wand muss geändert werden, dann muss das im Archicad natürlich eindeutig sein. Da muss auch, wenn das hin und her geht, muss immer eindeutig sein, es geht um diese Wand. Und dafür diese Archicad-IFC-ID und die Global-ID. Muss Sie nicht weiter interessieren, aber damit funktioniert es. Man muss ja auch nicht alles wissen beim Auto, Hauptsache es fährt. Beim IFC-Übersetzer, ein paar neue sind hinzugekommen. Zum einen I2-Export, das heißt, wenn Sie mit RIB I2 zu tun haben und damit exportieren wollen. Wir haben unsere Entwicklung und die von I2 zusammengesteckt und wir haben den IFC-Export erweitert und dahingehend angepasst. Kann man hier nochmal ganz gut sehen, wenn wir in die IFC-Übersetzer gehen. Dann gibt es hier direkte angepasste Optionen und hier kann man auch ganz gut sehen, nur die Geometrien exportieren, die auch an der Kollisionsüberprüfung teilnehmen. Das heißt also, Luftschichten werden zum Beispiel nicht mit exportiert. Und auch schön, das ist auch noch ein neuer Knopf hier dazu. Es gibt Applikationen, die mehrschichtige Bauteile quasi in einzelne Elemente aufgelöst benötigen. Das können wir hier drüber dann auch einstellen. Aber was wir neu hinzugekommen haben, ist I2. Wir haben Plan Calnova und den für DDS-CAD, den haben wir eigentlich auch angepasst. Das IFC-Schema ist das automatische Mapping von GDL-Parametern in die jeweiligen IFC-Parameter. Das heißt, wenn Sie in eine Tür einen Schalldämmwert eingeben, dann wird er auch in das sogenannte Acoustic Rating automatisch eingefügt. Das heißt, dieses müssen Sie nicht mehr händisch machen wie vorher, sondern das haben wir bereits für Sie erledigt. So kommen wir jetzt zum ganz großen Punkt. Sie haben es ja bereits gelesen, Archicad 18 beinhaltet die Scene Render Engine von Maxon. Nachdem wir mit Archicad 9 die Engine von Lightworks implementiert haben und da leider nicht viel passiert ist in den letzten Jahren, haben wir jetzt von unserer Schwesterfirma Maxon diese Scene Render Engine mit eingebaut und auch das komplette Materialsetting dementsprechend überarbeitet. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Das sieht aus wie immer. Das sieht aus wie immer und das ist neu und sieht so aus wie in Cinema. Sie haben hier verschiedene Layer, so heißen die, mit denen Sie die Materialien definieren können. Wenn Sie sich nicht damit auseinandersetzen wollen, ist es so, dass wir im Archicad einen großen Materialkatalog schon mitliefern. Das sind die Materialien, die wir vorher hatten. Die haben wir für die Cinema Engine optimiert. Und zum anderen kann man auch jederzeit auf den mitgelieferten Katalog zugreifen. Zum Beispiel, wenn wir sagen, wir wollen hier ein neu aus Katalog.
gibt es hier die Möglichkeit, aus diesem Katalog ein Oberflächenmaterial zu nehmen. Die sind bereits vordefiniert. Da kann man schon ein bisschen gucken, was es hier alles Mögliche gibt. Wir sehen auch hier so einen Teppich, Dachziegel, Deckenbekleidung. Also das sind so die wichtigsten, die es erst einmal gibt. Und für alle Archicard-Inhaber gibt es einen zusätzlichen Katalog unter archicard.com, den Sie herunterladen können. Den müsste man sogar auch über das Hilfemenü, können wir gleich nochmal gucken, direkt erreichen. Diese Parameter, Oberflächen sind halt, wie gesagt, für die Cinema 4D Engine optimiert. So, was mache ich? Also ich möchte entweder neues übernehmen oder ich möchte eins zurückstellen. Das heißt, wir können auch jederzeit sagen, ich möchte vom Putz glatt. Ich habe daran rumgespielt, das war aber nicht so gut. Suchen wir nach Putz. Ich möchte das hier wieder Einstellung vom Katalog übernehmen. Ich stelle das wieder zurück. Das heißt, alle mitgelieferten Oberflächen sind auch hier nochmal im Katalog enthalten. Und so können wir dann wieder zurückstellen auf das ursprüngliche Material. Ansonsten haben wir hier die Möglichkeiten, in verschiedenen Layern oder in allen möglichen Arten zu arbeiten, je nachdem, ob Sie jetzt hier mit dem Bild, ob Sie mit Farbverlauf, mit Noise, mit prozeduralen Shadern oder mit Effekten und so weiter arbeiten möchten. Also alles Mögliche. Man kann natürlich auch standardmäßig in der internen Engine ein Material anlegen und das dann zum Beispiel übernehmen. Oder was auch schön ist, wir können natürlich aus den Millionen von Oberflächen, die es auch im Internet gibt, hier Cinema 4D-Einstellungen laden. Und sofern die Rendering Engine das unterstützt, weil es gibt unterschiedliche Erweiterungen und Kataloge und so weiter im Cinema, aber alles, was so an Standardmaterialien vorhanden ist, können Sie natürlich hier auch laden. Aber konsultieren Sie am besten zuerst den großen Katalog aus dem Archicard-Bereich, denn der hat nochmal ungefähr 800 Oberflächen. So, wir orientieren uns bei der Cinema 4D Engine im Endeffekt an einer Digitalkamera. Sie können einfach draufdrücken, draufhalten und ein Rendering ab. Oh, bei mir donnert's. Sie können ein Rendering loslassen und es sieht gut aus. Wenn Sie sich etwas besser damit auskennen, mit dem Fotoapparat, dann wählen Sie vielleicht eine Szene. Okay, was haben wir hier für eine Szene? Ne, wir haben hier Sport, Narco-Aufnahme, Kinder, Landschaft. Oder vielleicht gehen Sie sogar in die Effekte und können damit noch etwas besser auswählen. Das sind also die unterschiedlichen Arten, wie Sie mit der CineRender Engine arbeiten können. Und wir machen hier Blick auf Terrasse. Machen wir so, das passt so. Und jetzt drücke ich einfach nur auf fotorealistische Darstellung. Mache derweil mal meine Aktivitätsanzeige an. Und da kann man ganz gut sehen, meine ganzen Kerne hier in meinem Mac Pro laufen hier vollkommen. Aber wichtig ist, dass es zwar rendert, aber im Endeffekt können wir auch derweil weiterarbeiten. Das heißt, es läuft quasi eigentlich im Hintergrund. Und Sie sehen auch, dass es hier von der Mitte aus losrendert, aber Sie kriegen eigentlich schon, das kann man gleich mal ganz zu Ende rendern lassen, ein schönes Bild, ohne dass wir jetzt allzu lange drauf warten müssen. Wir können es natürlich jetzt noch viel höher rendern, schaue ich dann gleich mal, aber Sie sehen, dass hier alle Kerne arbeiten und schon mal was machen. Das hier ist die neue Palette, mit der Sie dann arbeiten werden. Da haben wir zum einen hier die einfachen Schieberegler und was ganz wichtig ist, wenn wir jetzt mal das Draufdrücken verlassen, aber Sie sehen ja, hier sieht schon ganz gut aus. Wir haben vernünftige Schatten hier, weiche Schatten und wir haben ja noch nicht mal besonders groß an den Reglern mit den Reglern gespielt. Machen wir das mal zu, das brauchen wir jetzt nicht. Nächste Variante wäre, wir wählen uns eine Szene aus, wie wir dieses Ganze hier sichtbar haben wollen. Also da gibt es mehrere Szenen. Da haben wir also hier außen und innen und die alten Sketch-Renderer. Und okay, da wollen wir hier außen Tageslicht schnell. Jetzt sehen Sie, hier hat sich schon ein bisschen was getan. Wir haben hier zum einen Wettervoreinstellungen, da können wir also verschiedene Wetterarten rauswählen, die wir natürlich dementsprechend auch ein bisschen wieder verändern können. Die hängen an einem sogenannten physikalischen Himmel. Das heißt, wir haben einen realen Himmel. Wenn wir jetzt hier die Uhrzeit von 16 auf 23 Uhr zum Beispiel runterdrehen, dann haben wir irgendwann einen Sternenhimmel und können dann mit interner Beleuchtung arbeiten. So, jetzt haben Sie die Möglichkeit, relativ simpel hier in den einfachen Einstellungen hier zwischen Niedrig, Mittel, Hoch, Details
einzustellen und hier bei dem Schattenwurf und hier mit den Lichtquellen noch ein wenig zu spielen. Das heißt, wir haben einmal die Sonne, die wir scheinen lassen können. Wir können die Lichtquellen scheinen lassen oder lichtimitierende Materialien, lichtabgebende Materialien wie Neonröhren oder so weiter, könnten dann dementsprechend hier auch gesetzt werden. Hintergrund natürlich wäre auch noch eine Möglichkeit, bräuchten wir in dem Fall aber nicht, weil wir hier dann einen richtigen Himmel haben. So, jetzt machen wir das einfach mal so lassen und drücken auf den Knopf. Oder vielleicht nehmen wir doch was anderes. Nehmen wir mal die Cirruswolken hier, 8 Uhr morgens. Dementsprechend sieht es dann wieder etwas anders aus. Sie können so eine Szene auch einfach abspeichern für sich und die dann dementsprechend wiederverwenden. Aber Sie sehen jetzt hier, da ist gerade der Sonnenstand von der anderen Seite. Das heißt, jetzt die Südwestterrasse kriegt in dem Sinne morgens jetzt natürlich kein Licht. Aber vielleicht müssen wir das andere von der anderen Seite sehen. Die Frühstücksterrasse auf der anderen Seite, das hier auf dieser Seite, die würde natürlich dann dementsprechend ein bisschen Licht bekommen. Das wäre, wenn man sich das anguckt, im Endeffekt die Art und Weise, indem wir mit den Szenen arbeiten. Und die Szenen sind nicht nur innen, sondern auch außen, also nicht nur außen, sondern auch innen. Wenn wir zum Beispiel ein Wohnzimmer wählen oder nehmen wir mal dieses Wohnzimmer hier, dann könnten wir hier Szenen auswählen und verwalten. Denken wir hier innen, da haben wir ein paar Innentageslicht, schnell. Einfach nur. Was Sie hier schon sehen, es gibt schnell und schnell physikalisch. Das heißt, Archicad bietet Ihnen zwei Rendering-Engines. Zum einen den Standard-Renderer, der normalerweise vollkommen ausreicht für alle Renderings, oder die nächste Generation von Renderern, das ist der physikalische Renderer. Man sagt im Endeffekt, das ist quasi die nächste Generation. Und alle Rendering-Programme gehen jetzt in diese Richtung, wo Sie dann noch wirklich wie mit der Kamera ISO-Werte und so weiter einstellen können. Thema ist aber, dass das Rendering meistens erheblich länger dauert als jetzt mit dem Standard-Renderer. Okay, das sieht jetzt für den ersten Blick schon ganz gut aus. Hier haben wir noch ein bisschen Changierungen hier, aber was man hier ganz gut sehen kann, ohne dass wir jetzt viel getrickst haben, ist die Decke schon weiß. Die wäre jetzt bei der Lightworks immer noch dunkel. Und hier müssen wir die Strahltiefe dann hochdrehen. Das sind so Kleinigkeiten, die man dann lernt im Laufe der Zeit. Die Strahltiefe hochdrehen, damit wir auch Durchdringung von den Gläsern haben, damit das besser aussieht. Aber Sie sehen hier auch schon, wie sich das hier im Spiegel quasi ändert. Und wir haben hier momentan die Qualität steht hier auf niedrig, beziehungsweise hier dann auch wahrscheinlich stand sie irgendwie auf niedrig. So kann man also schnell ein kleines Rendering rausbringen. Oder Sie wollen nur einen Teilbereich rausfinden. Nehmen wir mal an, wir machen nochmal den Blick auf die Terrasse. Wir brauchen also nur einen Teil. Wie sieht das eigentlich aus? Teilbereich aufziehen und schnell nur den Teilbereich rendern. Sie sehen das, was hier rauskommt. Hier ist übrigens die Vorschau zu sehen. Das heißt, man kann auch die Vorschau hier automatisch aktualisieren lassen. Und unter diesem anderen Panel sehen wir im Endeffekt, wie groß können wir rendern, und da ist auch in der Größe keinerlei Grenze gesetzt. Jetzt, wenn Sie da 5000 Pixel einstellen, bleibt es dann wirklich bei 5000 Pixel. Das heißt, das haben Sie auch nicht. So, jetzt können wir hier nochmal ins Detaillierte gehen. Was es hier noch gibt unter die detaillierten Einstellungen, da kommen Sie dann quasi wirklich eine Sache noch tiefer. Das heißt, das wäre ja quasi die dritte Stufe. Wir gucken uns dann Effekte und sonstige Sachen an. Schauen wir mal. Das ist jetzt hier die Vorschau. Die wird also direkt rausgerendert. Okay, so wollen wir das sehen. Und das, was wir jetzt noch haben an super Optionen, hier zum einen ist der physikalische Render, aber es gibt ja noch eine Option namens Gras. Schauen wir uns hiervon einfach mal den Shader an. Da gibt es hier Naturgras. Und dieses Gras kann quasi wachsen. Machen wir diesen Haken rein, können wir hier Halmlänge, Dichte und Textur und so weiter einstellen. Das heißt, Sie haben reale Grashalme. Gehe ich also in die detaillierten Einstellungen, stelle mir diesen Graseffekt ein, der natürlich dann etwas länger braucht, und lasse das Ganze rendern. Dann sehen wir, wie jetzt wirklich reale Grashalme hier wachsen. Sonst müsste man nämlich diese Kante, nämlich diese hier, die klassischerweise ganz gerade abgeschnitten ist, in Photoshop dann meistens nachbearbeiten oder so, damit wir hier so eine leichte aufgelöste Kante bekommen. Das brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Wir können das gleich sehen. Es dauert natürlich ganz bisschen, aber Sie sehen dann, fängt Archicad gleich richtig an zu rendern. Dann kann man das ganz gut sehen,
was hier eigentlich passiert. Die Zeit sollten wir uns nehmen, damit wir das Gras wachsen sehen. Ja, jetzt geht's los. Da kann man das schon sehen, wie hier die Grashalme auch wirklich rauskommen. Das ist jetzt noch relativ grob, natürlich, damit es einigermaßen schnell geht. Das kann man etwas feiner einstellen. Man kann vielleicht auch den Schatten aus dem Gras rausnehmen, damit es schneller geht und anders aussieht. Aber Sie sehen hier, wie diese Kante sich hier schon auflöst. Ich habe es natürlich jetzt nur ganz grob gerendert, aber hier kann man sehen, wie sich das hier auflöst, dass wir hier einen wunderbaren Graseffekt bekommen. Und man kann natürlich diesen Graseffekt nicht nur für Gras benutzen, sondern im Endeffekt auch für den Teppich. Wäre auch eine Möglichkeit. Wenn wir uns jetzt also mal die Archicad 17 Rendering Engine und die Archicad 18 Rendering Engine anschauen, dann kann man das ganz gut vergleichen, was wir hier für Möglichkeiten haben. Sie sehen ja, wie schnell das geht. Das hier ist ein Rendering, ich glaube, das können wir ausmachen. Das hier ist ein Rendering aus Archicad 17, die Lightworks Rendering Engine. Sie sehen, wie wenig Tiefe das im Endeffekt hat, aber es ist das gleiche Modell. Wenn ich das im Archicad 18 rendere, ohne groß viel in die Details zu gehen, komme ich dazu. Aus Archicad 17 sieht es so aus: Sie haben hier eine dunkle Decke, diesen Lichteffekt. Ich habe noch nicht viel rumgedreht und ich habe auch hier nicht viel rumgedreht. Ich habe einfach im Endeffekt nur auf den Knopf gedrückt. Aber Sie sehen, wie auch wirklich wir hier Global Illumination haben, das heißt die Abstrahlung von den Wandflächen untereinander. Machen wir Licht an, sieht das Ganze gleich so aus. Oder hier zum Beispiel ein Flocati-Teppich mittels des Graseffekts hier erstellt. Archicad 17, Archicad 18. Und hier, wie ich vorhin schon sagte, physikalischer Himmel. Hier kann man ganz gut sehen, wie die Wolken da auch so lang laufen, die Sterne leuchten. Und wir haben hier nur zwei Lampen direkt aus der Bibliothek hier platziert und gesagt, okay, ihr habt auch ein bisschen Lichtabstrahlung. Und diese Lichteffekte gehen sogar noch einen Schritt weiter. Wir haben es ja vorhin schon mal ganz kurz gesehen. Wenn ich hier in die Lichtquellen reingehe, gibt es hier das Allgemeinlicht zur weiteren Ausleuchtung. Es gibt das Fensterlicht, das Sie von außen einfach grob vor das Fenster stellen, damit es das etwas verstärkt. Aber wir haben hier noch ein Flächenlicht. Wir haben hier ein IES-Licht, wobei Sie hier in dieses IES-Licht hier IES-Dateien, also gemessene Lichtwolken, benutzen können. Wir haben paralleles Licht und wir können auch draußen noch ein Sonnenobjekt benutzen, wenn man das möchte. Und wir haben auch Spotlicht, die sich natürlich dementsprechend etwas anders verhalten und die haben natürlich ganz andere Effekte. Hier kann man das ganz gut sehen. Wir können also eine Störung einsetzen. Wir können sowas wie ein optisches, also wir können wie ein Bühnenstrahler oder sowas machen. Das ist also dann, wenn man das mal anschaut, hier zum Beispiel wie so ein Bühnenstrahler. Nur mit so einem leichten Nebeleffekt, das wäre so ein Volumenlicht, sowas ließe sich da machen. Oder hier, na, hier habe ich aus Versehen einen Effekt mit eingebaut, dass hier auch noch die Halme rauswachsen aus der Vase. Kann ganz gut aussehen. Was mich aber am meisten immer noch freut bei diesem ganzen Rendering Engine ist ein kleiner Haken und den zeige ich Ihnen jetzt. Das hier. Weißes Modell. Dieser Effekt hat folgenden Hintergrund. Wenn wir hier drauf drücken, werden alle Materialien in Weiß gedreht. Das heißt, wir haben sowas wie ein Kartonmodell oder so, also eine ganz reduzierte Darstellung, mit der wir halt den Entwurf, die Kubatur viel besser erklären können und weniger auf das Fotorealistische setzen. So können Sie also vielleicht das Ganze sehr reduziert darstellen, ohne sich jetzt wirklich über die Materialien Gedanken zu machen. Das ist also mit, denke ich, hier das Schönste. Und das kann auch natürlich eingefärbt sein, wenn es mehr so eine Art von Karton sein soll. Aber das weiße Modell gibt natürlich, wenn man es dann auch ein bisschen hochwertiger rendert, ein bisschen mehr Zeit gibt, ein sehr, sehr schönes Bild. Hier nochmal aus dem anderen Beispiel, hier kann man nochmal ganz gut den Unterschied sehen zwischen Archicad 17 und Archicad 18. Das ist quasi Archicad 17 und das ist Archicad 18. Da kann man dann hier auch, wie man sieht, einfach nur mit den Materialien ein bisschen spielen. Und hier ist auch noch nicht besonders viel passiert. Hier ist noch gar keine Grastextur, noch gar kein Gras gewachsen. Aber hier sieht man denn den Unterschied direkt da drin.